Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Moin. Dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Leon. Hallo. Hallo. So, heute wieder vollzählig, zum Glück. Endlich wieder. Mit Lohnunternehmen. Gut, aufgeteilt haben wir schon, oder? Nein. Nicht? Aber du hast bei mir schon Lohnunternehmer. Ja, das wollte ich ja nur so haben. Ach so, einfach haben, ja. Ja. Okay. Haben ist besser als kaufen. Oh, ich habe gerade übelste Rückkopplung. Auch, also ich höre es auch. Was denn, weil ich nicht gerade mein Mikro... Oh, Rausche. Ja, tut mir leid. So, jetzt ist gut. Dann starten wir. Viel Erfolg allen Teilnehmern und bis später. Ja, dir auch. Bis später. So. Jo. Ich bin wieder bei Mikado und Mikado zusammen. Im Channel und dann gucken wir mal. Hast du schon was fürs Lohnunternehmen auftragstechnisch? Ah, hätte ich schon was. Klopf, klopf. Hallo. Ja, bitte. Ich wollte nur mal fragen, was jetzt die Aufträge sind für uns. Ja, Mikado kommt gleich zu euch. Ah, ich komme gleich durch. Okay. Könnte ein bisschen Varuna? Für euch sein. Und Varuna? Ja, ich hätte schon was, aber ich hatte gesagt, erstmal Mikado darf erste. Okay. Ja, ich komme jetzt gerade runter. So, wir müssen hier weiter unser Stroh abfahren. Ich werde das erstmal auskippen. Irgendwo hin. Und dann darf das LU das nachher abtransportieren. Beziehungsweise müssen wir unbedingt die rechte Hälfte von unserem Feld hier noch düngen. Das könnten wir das LU machen lassen. Weil das ist im letzten Wachstum. Und ja, genau. Das ist halt ein bisschen doof. WB. Bist du schon fertig? Ja. Okay. Ja, also du musst, ich will nur sagen, dass bei Leon irgendwas Lautes gerade war. Ich würde da vielleicht mal. Na? Nichts gegen Leon jetzt mal. Okay. Aber bei ihm war irgendwas Lautes im Hintergrund. Keine Ahnung, was das war. Wen hast du denn bekommen vom LU? Keine Ahnung. Sie haben nur gesagt, dass sie das annehmen. Okay. Dann gucke ich doch mal, wer. Aber ey, das wird sich ja gleich rausstellen eigentlich. Okay. Warum geht denn das nicht? Weiß ich nicht, wieso geht denn das nicht? Klopf, klopf. Ja, bitte. Hallo. Wir haben ein kleines Problem. Leon muss gerade essen. Ey. Ungeschickt. Das ist er. Gut, dann würde ich sagen, disponieren wir einfach mal. Warum geht denn das nicht? Was soll denn das? Aber er ist dann gleich in 10, 20 Minuten wieder da. Ah, falsche Taste. Ja, würde ich sagen, ist halt diese Folge des LU für sich erstmal nochmal. Ja. Damit wir das wollen wir vielleicht in einem Channel bleiben? Ja, können wir gerne machen. Das ist sonst so langweilig immer da unten alleine. Das ist ja kein Ding. So. Das ist schade, ich wollte eigentlich schon einen Auftrag vergeben. Ich hätte eigentlich einen Auftrag gehabt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, so ist es halt. Aber das Leben ist es so, wie es ist. Jo. Ja, gut. So Leute, ich bin am Überlegen, ob wir noch ein bisschen unsere Projektaktivität ausweitern, beziehungsweise eventuell ein bisschen verändern. Inwiefern haben Sie sich das vorgestellt? Ob wir noch ein bisschen Roleplay machen sollen, so ein bisschen mal exzessiv richtig. Ja, das ist ja mal was anderes.
Ich bin am Überlegen, müsste man dann halt nochmal gucken, wie wir das direkt umgeändert kriegen, beziehungsweise wie wir das direkt umsetzen. Was wollen Sie denn? Wollen Sie ein neues Projekt oder ein Projekt ummodeln sozusagen? Nee, eigentlich schon was Neues. Okay. Also eine neue Karte. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da denkt. Und ja, dann auf Hätte jeden ich nämlich Fall. auch eine gute. Hey, das ist auch eine gute, was denn? Landkreis Reichsgrau ist das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst, aber die ist eigentlich auch eine ganz gute Karte. Ich fand die ganz gut. Kannst du ja mal an. Jo, werde ich mal machen. Und Tigerfarm hatte schon gesagt, die Schwatzing. Och Ja. nein, Alter. Kacke. Was ist denn jetzt passiert? Das ist jetzt Das wirklich ist eine ungeschickt. Karte mit relativ kleinen, aber relativ vielen Feldern. Unser anderes Feld Und ist jetzt, sechs Höfen. die andere Feldhälfte ist jetzt auch erntereif und wir haben sie nicht gedüngt, Alter. Das ist richtig, richtig. Ach, Verona, der Jutta. Ja, ich musste gerade mal ein bisschen fluchen, von dem her dachte ich, das mache ich lieber ohne euch. Nö, das ist kein Problem. Doch, doch, das war. Ein großes Problem. So, sehr schlimm. Das ist ein wirklich ein schlimmes Problem. Ja, das war's. Das ärgert mich ein Das ärgert bisschen. mich. Oh, echt doof, ne? Das ist richtig doof. Keine Ahnung, was du meinst, aber es ist echt doof. Das hier ist doof. Ja, finde ich auch doof, dass es doof ist. Das ist echt doof, das ist doof. Ja, finde ich auch. Bin ich ja gleicher Meinung. Ja, ich würde sagen, ich habe einen richtig großen Bock geschossen. Okay. Was die Hälfte meines einen Feldes betrifft. Ah, ja, ich verstehe. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich verstehe Ihr Problem ganz und klar. Das haben Sie aber nicht sehr gut. Ja, warum? Hm? Was? Nichts, wenn ich keine Lust habe, schalte ich auf Durchzug. Oh, diese doofen Bäume. Ich muss die echt mal alle abhacken. Ja, wollen Sie schon wieder Hä? Forstwirtschaft betreiben? Wie geht das? Ich hänge mit meinem kompletten Frontlader im Baum drin. Wie geht das? Der hat sie Warte lieb. mal. Wo sind sie denn? Da sind sie. Wie geht das bitte schön? Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Lassen Sie mich gleich mal an den Traktor, dann versuche ich das mal. So, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Aber Wie ich hänge das da wirklich durch die Schaufel, hänge ich da komplett fest? LU schon wieder Jetzt geht's hier wieder. Fremdarbeit leistet, ohne bezahlt zu werden, das mag ich ja Jetzt nun mal nicht. Schwatz, oder? Ich würde das genauso bei Ihnen machen. Also, es ist gleich die Genau. gleiche. Übrigens, wo wir Ja, gerade ja. beim Thema sind. Ja. Achtet mal auf die Folge von gestern. Von gestern? Wieso, was ist denn da? Was ist da Och, nochmal passiert? nichts, nichts, nichts. Wie gesagt, bei diesem Bei Thema diesem müsst Thema. ihr mal die Folge anschauen. Bei welchem Thema? Bei der Aufnahme von gestern gab es nämlich eine Situation, da wurde ich unterstützt, muss ich gestehen. Ach, diese Situation. Dann sagen Sie, dass ich hier irgendwelche Schwatz. Ja, soweit ich weiß, wurden sie auch unterstützt. Sobald Sie wissen. Soweit ich weiß, Da, ja. warte mal. Ist hier Stroh weg? Keine Ahnung, von mir nicht. Ich habe nichts geklaut. Ja, ich meine bei mir. Ich habe nichts geklaut. Hier ist einfach so ein zwei kleine Hüppelchen. Und ich schwöre hier, das hier war davor noch nicht. Keine Ahnung. Das habe ich einmal aus Versehen mitgeschwadert, weil. Ach so, ja, okay, dann ist gut. Das war aus Ja, Versehen. nee, ich dachte nur, irgendjemand hat natürlich hier was geklappt.
Also, so weit wollen wir ja nicht hier. Das würden wir doch nie tun. Und ich, nicht. Ich habe das bei Ihnen auch nicht getan. Ich habe zwar mal angetäuscht, dass ich tun würde, aber ja, ich mache sowas. Können Sie mir gerne vertrauen. Ich habe mal eine Frage ans Ende. Ja. Was kostet es denn, wenn ich bei Ihnen Silage ins Bunkersilo mache? Also Gras-Silage. Also nur das Bunkersilo im Grunde Miete. Nur eins davon. Ja. Gott. Wie lange wollen Sie das denn mieten? Na, ein Gärvorgang. Oh Gott, da muss ich mir Gedanken machen. Okay, dann machen Sie sich mal Gedanken, vielleicht. Ja. Habe ich daran Bedarf? Am Ende der Folge werde ich Ihnen dann davon berichten. Okay. Oh. Da habe ich doch gerade was vergessen schon wieder. Hey. Ja, ich bin halt so unkonzentriert. Ich da einfach Sachen. Geht ja nicht. Nee, geht wirklich nicht. Das ist ja firmenschädigend. So rum. Firmenschädigend? Ich schade mir selbst. Also wenn das wirklich so ist, dann ist es nicht schlimm. Dann geht das echt nicht. Das darf einfach nicht sein. Ist halt zum Glück gegen meine eigene Firma. Oh, ich habe irgendwie leichte Lecks. Oh, ich auch. Ich hätte auch, glaube ich, noch einen Mod, den ich gerne reinnehmen würde, aber da muss ich gleich nochmal rein und rausgehen. Raus und reingehen. Ja, da gucken wir gleich nochmal. Da muss ich nämlich gleich nochmal. Aber. Bestimmt statt. Welchen Mod denn haben Sie sich denn da vorgestellt? Das ist ein Mähdrescher, aber warte mal. Ich zeige Ihnen das Ding. Ein Mähdrescher? Ja. Oder eher gesagt ein metrischer Pack. Okay. Interessant. Klingt interessant. Hier noch schnell, bis dann mal losgeht. Ist noch jemand da? Ich höre niemanden mehr. Doch, ich bin noch da, ja. Alles so ruhig heute. Ja. Ist ja auch Donnerstag. Exakt. Exactement. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber. Exactement. Auto. Exactement? Ja. Fragen Sie mich nicht, was es bedeuten soll. Das ist nicht ich immer. Auch nicht, bitte. Keine Ahnung. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich glaube, mit Lemo hat das nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Boah, gerade noch die Kurve gekriegt, hä? Ich glaube, ich habe einen Preis fürs Bunkersilo mieten. Okay. Zuerst eine Frage, wie viele Silos haben Sie denn? Zwei. Hm. Echt? Sind das nicht drei? Nö. Okay, sagen Sie mal an. Also ich würde Ihnen einmalig für ein Silo, für einen Gärvorgang 10.000. Ja, das entspricht, glaube ich, dem Kaufpreis eines Silos, oder? Nee, ein Silo kostet 15.000. Okay. Nee, das ist ja so ein großes. Das ist ja noch größer als die. Nein, das ist das kleine. Das kleine kostet. 15. Ja, das ist kleine. Das ist, so meine ich das. Okay. Ja, das wäre aber trotzdem nicht so schlimm. Ich glaube, bei dem. Silo bei doch, das ist noch größer als das große.
Das BGA-Silo ist schon ziemlich groß. Ja, das ist ja größer, aber. Also das größte Fahrsilo kostet 45.000. Okay, 10.000. Und das ist noch relativ günstig, weil sie können ja auch die Silage dann auch. Sie können ja so viel wie sie wollen da reinkippen. Das ist wohl wahr. Und das ist dann wohl noch ein relativ niedriger Preis dafür. Das stimmt, das ist wirklich niedrig, weil, ich habe es schon wieder verdrängt gehabt, wir haben ja Feld 7 noch. Feld 7 ist ja auch voller Silage. Voller Gras. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, genau. Wandsalber? Wie Wandsalber? Na, zu Beginn des Vorgangs oder danach? Zu Beginn. Also, sie stellen dann eine Anfrage, ob sie es haben können, und dann geben sie mir das Geld und dann ist gut. Für einen Gärvorgang. Ja, das ist klar. Das hat mir und für ein Silo, nicht für zwei. Das ist auch klar. Nicht, dass das irgendwie missverstanden wird. Nein, das ist in Ordnung. Alles gut. Dann werde ich mir das mal überlegen. Ja. Für Mikado gilt natürlich das Gleiche. Ja, ich habe ja eine eigene. Ist halt die Frage, ob sich das jetzt lohnt für uns, wenn wir das, ist wieder der Lohnunternehmer. Tigerfarm, klären Sie die Situation. Klären Sie die Situation mal kurz, Tigerfarm, bitte. Ja, ich komme dann sonst gleich nochmal runter. Genau. Es ist halt die Frage, oder nicht? Was ist die Frage? Nix. Ich führe Selbstgespräch. Ach so. Klopf. Willkommen. Ja. Also, Baby. Aufträge verteilen bitte. Während uns beide. Können wir jetzt noch schnell machen. Ich würde aber sagen, wir fangen dann erst morgen an, die Aufträge. Weil okay. Wir haben die Zeit gleich erreicht. Na gut, dann mach. Wie lange geht die Folge noch? Ja, wir sind gleich rum. Dann machen wir die Aufträge und dann ist so gut. Okay. Den Auftrag von Herrn Mikado haben Sie, glaube ich, schon. Ja. Ist der dann in der nächsten, am nächsten Tag noch aktiv oder nicht? Also ist der dann noch notwendig oder nicht? Sonst müsste er ja auch einen neuen aufgeben. Normalerweise schon. Okay, gut. Dann komme ich mal gerade hoch zum LU und ich kläre euch den Auftrag. Klopf, klopf. Hallo. So. Dann würde ich gerne einmal Schwaden aller Grasflächen beauftragen. Ja, das mache ich dann. Dann würde ich Schwaden aller Grasflächen. Dann bräuchte ich ein bisschen Geld. Das können wir nicht zustecken. Schade. Das geht leider nicht. Nee, und dann würde ich ab dem nächsten Tag eben auch das angesprochene Fahrsilo bei der BGA BGA mieten. Also nach dem Schlafen. Nee, morgen dann. In der nächsten Folge. Achso, okay, ja. Okay. Gut, dann können wir gerade alle nochmal runtergehen. Ja. Und dann machen wir das Ende für heute. Schon. So. Gut, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Tigerfarm! Am besten alles. Genau. Darauf habe ich gewartet. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao. Achso, arbeiten einstellen, gell? Ups. Ja, ciao. Ja.